zum Einsteigen. Nächster Halt, Mini-Metro. Hey, wir sind wieder da. Fabi Grani ist mit dabei. Und heute endlich nach langer Abstinenz, nach langem Ausfall, nach langer Verspätung, könnte man fast sagen. Ja. Heute endlich wieder pünktlich, fast pünktlich, spielen wir heute Mini-Metro. Es ist soweit. Und Grani, ich glaube, du hast erstmal, glaube ich, spannende News. Ganz kurz. Erstmal müssen wir gucken. Wir gucken ganz kurz mal rein. Wir haben letztes Mal gespielt Stockholm. Und haben uns so Mittel geschlagen. Wir hatten so ein bisschen unsere Probleme. Heute, was sagst du? St. Petersburg. Ehemals Stalingrad. Ja, wir steigen nochmal ein, mal gucken, ob wir diesmal ein bisschen schneller hinkommen. Genau. Und los geht's. Du hast ein paar heiße News für uns. Wir haben ein paar heiße News. Ich wurde angeschrieben im Forum und es gibt anscheinend ein Update für Mini-Metro. Das ist unfassbar. Ein Schelm, wer da Böses denkt. Warum die plötzlich jetzt anfangen, das Spiel zu updaten, dieses 10 Jahre alte Spiel. Hat da euer geiler Community-Scheiß vielleicht was damit zu tun, dass wir hier richtig Bock drauf haben? Habt ihr die Entwickler zufällig angeschrieben, dass sie mal da vielleicht nochmal ein geiles Update drauf knallen können? Vielleicht. Vielleicht. Was denn Update? Was heißt denn Update? Ach, Update. Ich soll... Genau, und zwar, es gibt die Mini-Metro-Karten anscheinend von so 3 ausgewählten Städten jetzt, ich glaube London, Paris und noch eine Stadt, aus den 60er Jahren. Unfassbar. Unfassbar. Ist das geil oder ist das geil? Wir haben aber jetzt noch nicht nachgeguckt, ob es das für uns schon, ob man das Update da schon drauf geknattert hat, ne? Also es gibt neue Maps. Und wenn wir nächste Woche das Spiel dann redaktionell noch vorbereitet haben, dann werden wir die wahrscheinlich auch zur Verfügung haben. Ja. Aber jetzt, ansonsten spielen wir es jetzt erstmal und danach schauen wir mal, ob wir die irgendwo finden, die neuen Maps. Weißt du was? Ich habe heute mal Bock auf keine Regeln, keine Dogmen, nichts in Stein gemeißelt. Wir sind heute mal flüssig, wir sind flexibel. Jede Stadt ist ja wie ein anderes Gefäß, in das man sich reinfließen muss. Und wenn du versuchst, irgendwie einen großen Ball in eine viereckige Kiste reinzudrücken, das funktioniert nicht. Du musst dich anpassen, du musst flüssig sein. Deswegen heute St. Petersburg komplett flüssig. Wir haben eine Menge Tunnel, wir haben 5 Tunnel, von denen schon 2 im Einsatz sind. Und heute mal on the fly analysieren. Heute mal viel intuitiv, habe ich mal gesagt. Die heutige Sendung ist was für Einsteiger. Für Leute, die überhaupt keine Vorurteile haben. Für euch machen wir heute diese fucking Sendung. Was ist denn überhaupt Mini-Metro? Und was ist diese Sendung überhaupt? Florentin erklärt die Regeln. Wir sehen die weißen Symbole, das sind Haltestellen. Und an diesen großen weißen Symbolen entstehen schwarze Symbole, das sind die Fahrgäste. Und die Form des Fahrgastes zeigt an, wo dieser Fahrgast hingebracht werden möchte. Zum Beispiel hier sehen wir das Kreis, der möchte also zu Kreis. Und man bildet dann jetzt eben Linien zwischen diesen Haltestellen, zwischen denen dann immer wieder diese Wagen hin und her fahren, die Fahrgäste nach Hause bringen. Ziel ist es, ein möglichst lange durchzuhalten, und man hat verloren, wenn zu viele Fahrgäste zu lange an einer Haltestelle warten müssen. Und man ist limitiert in der Anzahl der Linien, der Wägen und der Tunnels, die man bauen kann durch diese Flüsse, und am Ende jeder Woche kriegt man neues Zeug und es geht immer weiter, bis man verloren hat. So. Jetzt erstmal die Situation. Wir haben hier schon ein exotisches Zeichen. Pizzastück, davon gibt es immer nur wenige, und auch von 4 gibt es nur wenige. Kreis und Dreieck sind häufiger. Am meisten jedoch erfahrungsgemäß der Kreis, der einen immer alles zuballert. Kreis ist letztlich die Geißel der Menschheit, ja, ist richtig. So. So, die Frage ist jetzt, wie gehen wir es an? Ah, du kannst ja das Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Oh, okay. Du kannst das Dreieck schon ruhig drin lassen. Also, jetzt haben wir schon kein Zeug mehr. Aber vielleicht... Wir haben eine lange, lange Geschichte hinter uns. Kreisbahn, ja oder nein? Wie viele Exoten, wie oft drin? Hier haben wir 3 Dreiecke. Das macht mir schon ein bisschen Magenschmerzen. Mhm. Weil natürlich... Tunnel. Weil natürlich die Fahrgäste, dass hier niemand aussteigt. Also die Gefahr ist, dass der Wagen irgendwann zu voll ist, weil ja bei den Dreiecken immer nur neue Leute einsteigen, aber niemand aussteigt, weil ja schon ein Dreieck angefahren wurde. Deswegen ist das auf jeden Fall ein großes Risiko. Hier mit dem Kreis ist es schon ganz okay. Kritisch wird es nur, wenn zu oft zu viele gleiche Symbole in der Reihenfolge sind, also nacheinander kommen. Jetzt schreiben hier schon die ersten Leute, löst die rote Kreisbahn auf, aber nein. Ihr spielt mit Vorurteilen.
Ja, die gute alte Kreisbahn. Ist sie es wert, ja oder nein? Da haben wir schon ellenlang diskutiert. Wir haben auf jeden Fall zwei sowas hier. Wir können auf jeden Fall schon mal einen, den verstärken hier. Immer in die entgegengesetzte Richtung haben wir auch gelernt. Aber wie wäre es denn zum Beispiel Blau, mit Blau? Blau ein bisschen größer machen. Das habe ich mir auch gedacht. Ja, das finde ich gut. Dass man sich hier ein bisschen unterstützt. Jetzt haben wir aber hier schon drei Kreise. Ne? Vielleicht kann man es auch so machen, dass man hier nicht drei Kreise in Reihenfolge hat auf Rot. Ah, jetzt haben wir hier Viereck, das ist gut. Und das würde ich gerne beiden geben. Nee, aber Blau hat schon Viereck. Aber jetzt können wir Rot lösen. Könnten wir Rot lösen. So, damit jede Bahn, jede Linie nur ein Symbol hat. Aber jetzt haben wir nur eine Umsteigmöglichkeit, wenn von der roten Linie jemand zu... Das stimmt, das ist ein guter Punkt. Ja, wenn jemand von Rot zu den Exoten auf Grün will, das brauchen wir schon. Exoten ist halt die Frage, ne? Ich glaube, dass auch für den Exoten weniger Fahrgäste entstehen. Ne? Das heißt, das ist letztlich vielleicht sogar eine tote Haltestelle, weil da nicht so viele Leute hinwollen. Aber da müssen wir, glaube ich, ein bisschen beobachten, wie viele Fünfecke entstehen und ob sich das lohnt. Meine ursprüngliche Regel war ja mal, jede Linie braucht jedes Symbol. Aber wir spielen ja heute ohne Vorurteile. Oh, das ist super, weil Grün hatte noch kein Dreieck, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Es ist eher eine Farce, dass wir das noch nicht vorher gesehen hatten. Das ist richtig gut. Nusae schreibt, gleichmäßig große Kreisbahnen, die sich möglichst nur an Stationen schneiden. Ah, das haben wir übrigens immer ausgeblendet. Wenn sich Linien kreuzen, ne, außerhalb der Stationen, dann fahren die Bahnen langsamer. Dann fahren die an den Kreuzungen langsamer. Das wusste ich auch nicht. Das haben ein paar Leute in YouTube-Kommentaren geschrieben. Aha, okay. Hatten wir bis jetzt noch gar nicht auf dem Schirm, glaube ich. So, jetzt haben wir hier schon mal ein Problem mit den Brücken. Da brauchen wir mindestens zwei Tunnel. Ich glaube, wir müssen den wieder lösen, dass das hier zu einem Tunnel wird. Dann sollten wir jetzt wieder einen frei haben, ja. Also Grün wird halt so ein bisschen die Exotenbahn, ne? Stern, Pizza, Raute, Fünfeck. Also da haben wir schon einige Exoten. Das heißt, Rot steigt hier um, Blau steigt entweder auf Kreis, Tunnel, oder? Tunnel. Kann man Rot wieder da anbinden, dass man mehrere... Ich gebe der mal den hier. Sehr gut. So, Rot wieder anbinden auf Fünfeck. Ja. Möglichst viele umsteigen, damit du Viereck entlastest, oder was? Ja. Dass die auch hier umsteigen können. Ja, genau. Ist gar nicht so doof. So, jetzt haben wir hier schon drei Kreise in Folge. Ja, langfristig, glaube ich, wäre auch noch eine weitere Linie ganz fein, aber haben wir jetzt erstmal noch nicht. Florentin, ganz kurz. Ich stell mir gerade eine, glaube ich, relativ entscheidende Frage. Mhm. Wie nennt man eigentlich einen Affen im Großstadtdschungel? Ich weiß es nicht. Orang-Uban. Ach so, also guck mal, wenn wir jetzt zum Beispiel das hier machen würden, nur mal als Anschauungsbeispiel, dann würden hier die U-Bahn langsamer werden, ne? Weil wir hier eine Kreuzung haben außerhalb von Stationen. Warum? Also müssen die dann Ampel, haben die dann eine Ampel oder was? Also oh komm, jetzt haben wir hier wieder so viele Kreise. Also so, mit der Realität hat das natürlich nichts zu tun, weil U-Bahnen kreuzen sich ja nicht. Also die fahren vielleicht im Tunnel übereinander, untereinander her, aber so nicht. So, langfristige Kreislösung. Was hältst du davon? Weil wir haben jetzt auf Rot viele Kreise. Folgendes. Haben wir noch eine Linie? Nee, ne? Wir bauen Blau hier hoch, sodass Blau sich zwei Kreise schnappt. Ja. Dass wir das schon mal entlasten ein bisschen. Jetzt ist die Frage, der Kreis kann den vielleicht sogar Grün nehmen. Ist das klug? Ist das klug, dass wir hier wirklich die Kreise schön aufteilen unter allen Linien? Können wir mal machen, ja. Das ist halt ein super langer Tunnel, aber das ist ja egal. Die fahren ja im Tunnel nicht langsamer, glaube ich. Da wären Shinkansen ganz gut, ne?
Aber ich glaube eh, dass hier noch Zeug entsteht. Also hier, glaube ich, haben wir langfristig schon. So, jetzt haben wir hier. Ist halt die Frage, ne? Ob man sagt, Grün ist wirklich exklusiv Exotenbahn, dass man solche Späßchen hier gar nicht macht. Oder sagt man, versucht man Grün zu integrieren? Ich bin eher für integrieren. Alles durchmischen. Nur Exoten ist auch nicht gut. Da Grün das geben. Grün hat eher erst zwei Kreise. Genau. Ist ja die Frage, wenn Grün zu lang wird, dann leiden irgendwann die Exoten, weil die halt dann immer hier lange warten müssen, bis bei Grün endlich mal wieder einer kommt. Mhm. Und dann verstopfen die Exoten hier was. Aber glaube ich, passt jetzt gerade noch. Wir sind ja eh noch ganz am Anfang und kriegen gleich neues Zeug. Neue Linie, würde ich sagen. Oder? Haben wir gesagt, neue Linie? Ja. Neue Linie, dann können wir da oben vielleicht mal ein bisschen ausbauen. Hoffentlich kriegen wir eine neue Linie. Parapuzzi, Zosias, Arschreck, welche Stadt ist das? Es ist St. Petersburg. St. Petersburg. Die Frage ist, die ich mir stelle, wie heißt denn dieses Gewässer hier? Shit! Krani! Ich hab's wieder vergessen! Das kann nicht dein Ernst sein! Doch, das kann nicht dein Ernst sein! Mist! So, was machen wir jetzt? Wir haben eine Linie. Kann man die einbauen? Also Grün wird mir schon zu lang, die wird mir zu schlängelig, da habe ich keine Lust. Die Frage ist, machen wir Nordgrün und Südgrün? Das stellt sich, glaube ich, wirklich, das finde ich nicht gut. Ich bin eher dafür, Blau wieder zu verkleinern, da oben so eine Linie zu machen. Was hältst du davon, wir machen Blau ein bisschen kleiner und Grün ein bisschen kleiner und machen das zu Orange, so ein bisschen. Pass auf. Vielleicht sowas. Okay, das ist schon mal. Ah, das ist, glaube ich, nicht so gut. Das ist Quatsch, weil hier sind keine Exoten drin. Oder? Aber dass wir hier mal so ein bisschen. Obwohl auch das ist eigentlich auch doof. Eigentlich sollte das Blau kriegen. Und. Fluss scheint übrigens die Neva zu sein und mündet dann da. Ja. Tunnel, ist das sinnvoll, was ich hier gerade mache? Ich würde halt hier gern noch hochgehen, ne? Aber Grün braucht auf jeden Fall einen Tunnel. Kannst du Orange, also, ja? Sowas vielleicht. Nee, das geht nicht. Wir haben jetzt nur einen Tunnel. Scheiße. Nee, lass das mal so und wir checken das mal aus. Nee, das sieht ja nicht schön aus. Wie wäre es, wenn Orange dann... Super Delay auf der Maus, aber man braucht ja nicht so... Wie wäre es, wenn du Orange noch ein bisschen noch diesen einen Kreis da gibst? Einfach. Ja, und eigentlich wollten wir ja Blau ein bisschen... Jetzt haben wir Blau ein bisschen entlastet. Blau war ja hier noch so ein bisschen gefrickelt. Mhm. Ich glaube, langfristig... Ist so eine Links-Unten-Bahn gar nicht so doof. Wir haben jetzt echt nur Kreisbahn, ne? Bis jetzt klappt es ganz gut. Wir haben ja auch ein bisschen in den Tunnel investiert, aber... Vor allen Dingen hat Blau zu wenig Power. Guck mal da oben. Okay. Wie kann Orange-Blau noch mehr helfen? Blau braucht ja auch das Viereck nicht, ne? Weil Blau hat hier unten schon ein Viereck. Aber Blau braucht nur einen guten Umstieg. Und den hat es auch hier schon zum Beispiel auf Grün... Das heißt, man könnte ja zum Beispiel, jetzt ist, eigentlich wäre es gut, nee, eigentlich ist der das Problem. Wenn wir so hier, dann haben wir einen guten Umstieg und dann kriegt den zum Beispiel Orange. Mhm. So, jetzt ist Blau schon ein ganzes Stück kleiner geworden und das sollte sich auch bald auflösen. Blau hat doch auch zwei Wägen, oder? Nee, warum hat Blau keine Wägen? Blau hat nur einen Wagen. Das ist tatsächlich ein Problem. Okay. Dann würde ich mal einen von Grün nehmen. Ja, und entgegensetzt? Ja, sehr gut. Und jetzt die Frage. Rot hat 1, 2. Blau hat 3. Also kriegt den Kreis auf jeden Fall Rot. Wird Rot zu groß? Hier mal was lösen. Der passt super gut rein. Er passt uns richtig gut. Rot hier oben lösen? Es ist natürlich schon echt eine lange Strecke, ne? Aber... Kriegt man vielleicht Rot so verkleinert, dass es nicht mehr das Viereck und auch nicht mehr das Fünfeck nimmt und dann irgendwie Grün noch dran bindet? Was hältst du davon? Also den dann lösen, genau. Nur 3, so, genau, lass mal los. Und jetzt den hier? Oder gar nichts mehr, meinst du? So?
Ja. Oh, ja, oder doch an den Kreis. Oder doch an den Kreis. Kreis hast du zwei Umstiege und du kannst auch von Rot auf Grün umsteigen. Das ist, glaube ich, essentiell. Und wenn wir Grün noch an das Dreieck anbinden? Grün noch an das Dreieck hier? Sowas, ja. Um einfach zwei Umstiege zu haben. Ja. Jetzt haben wir halt, hier haben wir drei Kreise, aber drei ist okay. Und hier haben wir auch drei Kreise. Und hier haben wir, das passt eigentlich noch. Wir haben jetzt keinen Umstieg von Rot auf Orange. Das ist aber nicht schlimm, weil Orange hat keine Exoten. Ja. Haben wir noch Tunnel? Wir haben noch einen Tunnel. Sowas zum Beispiel. Nee, das ist Quatsch. Da brauchen wir zwei Tunnel. So. Tunnel oder Linie jetzt, wenn wir die Wahl kriegen? Jetzt haben wir unsere Linien gerade so schön aufgebaut, ne? Jetzt könnte man natürlich unsere bestehenden Linien mit Tunnel noch aufwerten durch sowas wie Diamant, anbinden an Orange. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Tunnel. Weil das, Tunnel sind immer geil eigentlich. Ja. Sagen wir mit unserer neuen Unverfrorenheit hier, ne? Tunnel sind eigentlich immer geiler. Warum schwächelt Orange? Aber es sieht generell auch nicht so gut aus, ne? Bei Orange. Aber Orange ist echt nicht so groß. Nee, da liegt wohl. Ich glaube einfach, dass da ist das Problem, wir haben wenig Wegen oder Wagen und ja. Es spawnt halt unfassbar viel. Wie kann man Orange entlasten, indem man zum Beispiel Rot noch mehr anschließt? Mhm. Aber das ist, weiß ich nicht, sowas und dann den hier wegnehmen? Oder den haben beide? Nee, ist haben das beide. Nee, ne? Doch, wenn dann beide. Wenn dann ineinandergreifend. Dann damit Rot Orange unterstützt. Ja. So, Lok kriegt Orange, würde ich sagen, erstmal. Und Waggon. Oh, Waggon. Oh, ich mag überhaupt keinen. Gut, aber wenn wir sagen, Orange kriegt den Waggon, die Bahn, dann Waggon. So, dann kriegt erstmal der hier den. Machen wir hier unten. Und wer kriegt den Waggon? Welcher hat denn jetzt noch nicht zwei? Grün hat erst eins und Rot hat eins. Nee, Rot hat zwei. Grün ist der einzige. Aber eigentlich ganz geil, weil Grün als Exotenbahn, oder? Weil eigentlich schon, aber das Problem ist, Grün macht ja nichts. Also Grün ist ja auch, läuft ja so auch, weißt du? Naja, gut, hast du recht eigentlich, ne? Aber Orange jetzt Wagen und Bahn ist Overkill. Ich würde mal sagen Rot, weil Rot, das ist hier wieder so ein Transsibirien-Ding, ey. Das geht wieder in Himalaya hoch. Deswegen, jetzt langfristig, wir wollen ja langfristig denken. Wie kann Blau, wie können wir dem noch so ein paar Kreise nehmen? Also, sowas zum Beispiel. Oder dass wir sogar den hier lösen. Guck mal, sowas. Ja, langfristig können wir jetzt schon tatsächlich. Aber jetzt kreuzen die sich hier. Langfristig können wir tatsächlich ja jetzt schon auch darüber nachdenken, rechts eine neue Linie, ne? Also wenn wir gleich in der nächsten Runde sollten wir eine neue Linie nehmen, um dann den Osten auszubauen. Aber guck mal, wir haben hier 1, 2, 3, wir haben hier, Blau hat 5 Kreise, das ist zu krass, das ist zu viel. Aber Rot, wir haben halt hier einfach viele Kreise. Jetzt hat es schon fast wieder zu viele Kreise. Das ist ein Fehler, glaube ich, damit die dürfen sich nicht außerhalb der Station kreuzen, deswegen lieber hier. Ja. Braucht den braucht Blau doch nicht eigentlich, oder? Weil wir haben doch hier Umstieg auf Grün, oder? Ich überlege gerade nur, dass wir nicht so viele Kreise in Folge haben, weil das ist immer blöd. Oh. Also hier brauchen wir eine neue Linie. Hier müssen wir das neu aufbauen. Und das ist auch Quatsch. Okay, warum passiert da sowas? Weil da die ganzen Exoten. Ja, okay, jetzt stopp. Grün. Ja. Wir brauchen mehr Exotenumstiegemöglichkeiten. Das ist stimmt, da hast du recht. Und zwar der hier vielleicht, oder? Mhm. Damit die hier umsteigen können. Ja. Ist ja die Frage, ob der jetzt noch überlebt überhaupt. Aber ich glaube. Orange kommt hier. Oh, der nimmt nichts mit! Der nimmt gar nichts mit! Ja, der will ja nichts. Ja, was? Die Kreise hier zum Beispiel? Nee, das sind Viereck. Das sind alles Exoten. Oh, jetzt wird's aber kritisch. Irgendwas auf Grün setzen. Guck mal, wir hätten Grün den, ich sag dir nur, ich sag Grün, wir hätten Grün den Waggon geben sollen. Ich gebe dir ja im Nachhinein ja auch recht.
Aber da wird doch jetzt was ausgetauscht. So. Siehst du, so, das ist gar nicht so schlecht, weil damit können wir das so ein bisschen auflösen. Wir brauchen eine Linie im Osten. Ganz, ganz dringend. Der Rot ist viel zu groß. Das hier, ist das so besser? 1, 2, 3. Naja, ja, ja, ja. Was sagt der Chat? Gibt es irgendwie allgemeine Kritik? Die sind erstmal froh, dass wir die Nummer gerade überlebt haben. Aber sehr gut. hier schneiden die sich auch außerhalb der Linie. Aber ansonsten schreibt Felisa 016 Tini ganz souverän bisher. Naja, komm, wir sind bei 500. Das ist ja noch Anfängerniveau. Das ist ja lächerlich. Ab 1000 wird es interessant. Wir brauchen jetzt erstmal eine Ostlinie. Wir brauchen eine Ostlinie. Stronius 99 hat vollkommen recht. Da, das wird immer mehr ausgebaut. Ja, das ist, guck dir mal, wie riesig blau und rot ist. Ja. Aber trotzdem spawnt wieder nur bei Orange, ne? Wenn du dir das anschaust. Die Frage ist halt, wie wir Ost, weil Ost braucht ja auch ein Viereck, ne? Und das ist hier unten. Also das muss schon eine abenteuerliche Bahn sein, für die wir halt auch Brücken brauchen. Und da, glaube ich, wird es richtig kritisch. Wir haben keine Brücke mehr. Oh, das ist gut. Mhm. Aber wir, das ist Quatsch, das dürfen wir nicht lösen. So, Lok und Linie, haben wir gesagt. So, jetzt. Was machen wir? Erstmal komplett den Osten, also jenseits östlich vom Mewa, erstmal alles runternehmen, würde ich sagen. Und dann das ist, glaube ich, nicht gut. Weil dann, sonst hat diese neue Linie wieder ganz viele Kreise. Wir müssen versuchen, die Kreise gleichmäßig auf Blau, Rot und auf die neue Linie aufzuteilen. Ja. So, wir haben aber leider keinen Tunnel. Das heißt, wir. Aber das können wir ja noch machen, wenn wir. Ich meine, die neue Linie, Lila, braucht ja eine Anbindung an die Exoten. Genau. Da sind wir uns ja völlig einig. Ja. Das heißt, wie machen wir das denn? Weil dann brauchen wir ja mindestens einen Tunnel. Nee, oder? Aber wir können doch die Anbindung so machen. Ich würde wirklich jetzt einmal bis zum Fluss ein bisschen zurückbauen. Wir können die Linie nicht so lassen, Florentin. Aber wir brauchen drei Linien östlich der Velva. Brauchen wir das? Ja, weil sonst ist es ja keine Entlastung für die Kreise. Natürlich ist es, wenn wir Rot nur bis zu dem Dreieck und dann Kreis wieder Dreieck über den Fluss drüber machen. Aber das Problem liegt ja östlich, genau. Nicht westlich. Und wir haben ja östlich zu viele Kreise. Lösung ist ja, die Kreise auf drei möglichst viele Linien aufteilen. Wir haben aber auch insgesamt von Blau und Rot zu lange Strecken. Die wollen wir ja vermeiden. Ja, richtig, aber die müssen wir hier kleiner machen. Also zum Beispiel, wie können wir das denn machen? Anti-Troll-Software schreibt auch, Rot nicht mehr über den Fluss schicken. Oh, das ist ein Fehler. Das ist doch keine Entlastung. Das hilft uns doch nicht, wenn wir jetzt Blau-Rot einfach ersetzen durch Blau-Violett. Das ist doch keine Entlastung. Dann haben wir ja wieder nur zwei Linien. Das Problem liegt doch östlich. Ich stimme dir zu, dass es zu lang wird. Ja. Aber das Problem ist ja, das Problem ja von Kreisen ist ja, dass du kannst keine Linie bauen, die nur Kreise abliffelt, weil die dann keinen Anschluss an Exoten hat, keinen Anschluss an Viereck hat. Das heißt, du musst ja eigentlich so strahlenförmig alle mit dem Festland verbinden, aber dass alle auch so ein paar Kreise wegsnacken. Da stimme ich dir vollkommen zu. Aber wenn wir jetzt östlich Rot und Blau lösen, dann macht die lila Linie doch nicht nur Kreise. Sie hat dann Viereck, sie hat dann Dreieck, sie hat nochmal ein Dreieck. Aber sie hat keine Exoten, sie hat kein Grün. Sie hat keine Exoten. Ja. Aber vielleicht könnte man ja das so machen, dass man, haben wir noch einen Tunnel? Nee, eben nicht. Das ist ja das Problem. Aber wenn wir zum Beispiel eine Linie lösen. Welche? Zum Beispiel die Blau. Ja, Blau dachte ich auch, dass man Blau, also zum Beispiel, dass wir halt hier, keine Ahnung, so, wir brauchen echt einfach einen Tunnel. Wo können wir denn einen Tunnel sparen? Ja, höchstens halt bei Rot. Wenn warte mal ganz kurz, den können wir doch sparen, hier, den hier. Wenn wir hier zum, weil das sind ja zwei, das ist ja auch ein Tunnel und das ist ja Quatsch. Wir lösen den, so, bam, zum Beispiel. Jetzt haben wir einen Tunnel. Ja. So, und jetzt hier mal
ganz doofe Festlandanbindung. Aber wir können nicht zurück, da können wir keine Kreisbahn bauen. Nee, aber das, von dem Gedanken würde ich mich tatsächlich auch gerade trennen wollen. Wir denken heute ohne Vorurteile. Wenn wir einfach nur eine Linie bauen, die zu dem Grünen eine Anbindung hat. Aber ganz, wo soll die eine Festlandanbindung haben? Hier? Oder eigentlich hier wäre am besten, ne? Weil dann sowas? Und dann, jawohl, Viereck haben wir hier oben. Eigentlich ist der nicht schlecht. Angenommen, wir machen mal sowas. So, und dann nehmen wir den hier raus, mal zum Beispiel. Jetzt mal nur doof angedacht. Ja. So, dann haben wir hier schon mal zwei Kreise weg. Wir haben eine Festlandanbindung. Blau ist ein Stück kleiner geworden, rot ist nicht kleiner geworden. Vielleicht können wir dann sagen, man macht zum Beispiel den weg. Sowas vielleicht. Hilft das? Dass Rot zumindest mal einen verliert, weil wir wollten ja auch Rot verkleinern. Ich meine, wir können natürlich Rot auch von Orange her verkleinern. Aber Lila fehlt jetzt. Nee, warte mal, guck mal. Wir nehmen den hier noch mit, weil Lila hat kein Dreieck und Blau hat ja schon Dreieck. Ja. Das wird ganz schön lang, ey. Naja, komm mal, das sind, wie viele Stationen sind das? Fünf? Das kann nur eine Bahn stemmen. Oder? Das ist doch nicht schlimm. Jetzt haben wir es sehr Sandwich-mäßig aufgebaut, ne? Ich glaube aber, das Sandwich ist die Lösung für ein Kreisproblem. Obwohl, eigentlich kann der noch einen Kreis kriegen. Hier, guck mal, zum Beispiel den. Jetzt kriegt er aber erstmal den da oben. Guck mal, zip. Zip. Und dann lösen wir das hier mal ab. Sieht hässlich aus, aber manchmal musst du, ey. Manchmal wir gewinnen hier keinen Schönheitspreis. Oh, da hagelt's Kritik. Lass mich raten. Da hagelt's jetzt knallharte, brutale Kritik. Da wird jetzt, auch nicht jetzt ist Blau mit vier Kreisen Mist, schreibt man, obwohl es ja nur drei sind. Ja, drei Kreise sind okay. Orange hat nur noch eine Linie, ne? Eine. Oh, ja, gut, das ist echt wurscht. Wenn wir, aber guck mal, wenn wir jetzt Lila tatsächlich noch an diesen Kreis da anbinden. Welchen? Den? Nee, wo Blau und Rot auch sind. Hier? Ja, dann gibt es halt noch eine zweite Umsteigemöglichkeit, ne? Ja, gefällt mir. Aber warum sollte man umsteigen? Lila hat ja alles außer Exoten. Ja, stimmt schon. Aber ich mag ihn von der, ohne zu begründen, warum mag ich den Gedanken? Dass Lila mehr Anbindungspunkte braucht, obwohl ich jetzt nicht klar verstehe, warum. So, was ist hier auch bei Orange los? Da hängen eine Menge Exoten rum, aber eigentlich sollten die hier nicht. Na, das passt ja, passt ja. So, jetzt haben ist die Frage. Jetzt kommt gleich. Wir brauchen wieder Brücken, oder? Wir brauchen Brücken, damit aber wir Lila mal eine gescheite Kreisbahn hinkriegen können. Naja, eigentlich brauchen wir auch eine neue Linie. Also wir könnten ja Blau und Rot noch weiter entlasten eigentlich. Ist der Diamant an Grün da angebunden? Sorry, Diamant an Grün, ja. Oder sieht das nur so komisch aus? Der ist angebunden, ja. Aber jetzt guck mal, Rot hat momentan drei. Also zwei Wägen, einen Waggon und Orange hat nur einen. Ja, kannst du. Soll Orange den Wagen kriegen oder den? Nee, den Wagen. Ich bin für den Wagen. Siehst was habe ich jetzt gemacht? Wo kommt der her? Der bei rot. Ja, oder so. Ja. Soll ich dir sagen, guck, aber das beweist doch gerade, man kann sich abmühen, wie man will. Der Wagen ist eben bei Orange vorbeigefahren. Jetzt strauchelt er schon wieder. Das ist einfach, weil genau an dem. Ja, weil eine Bahn für Orange zu wenig ist. Ja, aber. Da sind wir uns doch einig. So, wir gehen in die Werbung und überlegen uns in der Zeit, ob wir Waggon oder Tunnel holen sollen. Schreibt ihr mal bitte in den Chat, Waggon oder Tunnel, was soll's sein? Ansonsten geht's gleich weiter mit St. Petersburg. Bis gleich. Willkommen bei Minimetro. Bei dem entspanntesten Let's Play, das ihr je gesehen haben werdet. Die Diskussion läuft heiß im Chat zwischen Waggon und Tunnel. Aber ihr seid natürlich eine gute Community hier draußen. Ihr seid einfach der Meinung der Moderatoren und habt euch für Tunnel entschieden. Naja, also wir haben gerade schon ein bisschen diskutiert. Ne? Für uns als Planer, als Kreative, für uns ist so eine Stadt in der Leinwand. Ne? Ja. Da wollen wir natürlich die Tunnel, weil da sind wir flexibel. Aber wir werden schon gierig. Wir haben schon zweimal Tunnel genommen, erst einmal Waggon. Und ich glaube,
im Ende merkt man, egal wie kreativ du bist und egal wie virtuos du den Pinsel schwingst, du brauchst auch die Power von einfach ein paar Waggons in deiner Linie. Du brauchst auch ein bisschen Blattgold, was am Ende so draufkleben kannst, dass es dann geil ist. So. Genau das Gegenteil. Du brauchst harte Stahlstreben und ja. Oben hast du dann so eine Schicht Gold. Aber wenn die Stahlstreben darunter nicht halten. Also mein Bahner-Instinkt sagt Tunnel, aber vielleicht beißt uns das langfristig. Aber jetzt Tunnel oder Waggon? Komm, jetzt noch mal. Komm jetzt, was sagst du? Tunnel. Tunnel, komm. So. Aber beim nächsten Mal auf jeden Fall so. Und Janni Tore schreibt noch, bei der untersten Brücke rechts blau noch mit dem Dreieck verbinden. Die Bahnen werden dann verlangsamt durch doppelte Kreuzung. Wir haben öfters haben sogar eine dreifache Kreuzung. Das ist ja. Eine absolute Katastrophe. Und das sagt der Dreieck. Ja, nee, ich würde... Ja, oder das obere Dreieck, aber ja. Ach ja, das kann auch sein, dass er das meinte. Jetzt haben wir keine Kreuzung mehr. So. Also, jetzt haben wir Tunnel. Jetzt können wir Lila ein bisschen verrückter machen. Und zwar Lila zu... ergibt das Sinn? Lila wird zur... Kreisbahn. Jetzt mal ganz doof in die Tüte gesprochen erstmal. Und Lila kriegt ja auch auf jeden Fall die zweite Lok, das ist ja klar. Aber wollen wir wirklich Lila an Fünfeck anbinden oder kann man das ein bisschen verkürzen, indem man das gerade den Kreis nimmt? Weißt du? Wir haben halt schon echt viele Kreise auf Lila, aber ich verstehe, was du meinst. Beides vielleicht? Ich meine, ist das ein großer Umweg? Nö. Aber ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Aber jetzt werden die Leute zu Recht sagen, dass Blau und Rot natürlich eigentlich das komplett Gegenteil, also das komplett dasselbe ist, ne? Nee, die teilen sich die Kreise auf. Die teilen sich zwar die Kreise auf, aber also von der Strecke her. Also Rot hat einen Kreis, aber ja. Ich meine, wo ich dir recht gebe, ist, dass man Rot vielleicht ein bisschen verkleinern muss. Aber Rot stresst momentan gar nicht. Ne, davon darf man sich nicht verführen lassen, aber Rot ist gerade total entspannt. Lila aber ist Lila, ja, ja. Ja, Lila hat jetzt auch gerade erst einen. Oh, guck mal, das ist perfekt. Kriegt Rot den hier und Blau kriegt den hier. Perfekt. Ja, hat den, ne? Perfekt. Guck mal, so ergibt das schon langsam Sinn. Man muss auch mal einen Schritt nach vorne wagen und dann ergibt sich das erst. So, man muss erstmal die Bedingungen für seine eigenen. Man muss die Bedingungen schaffen dafür, dass man recht hat. Man muss erstmal was machen. Und dadurch performativ entsteht die Situation, die man dann nachträglich gelöst hat. Aber Lila ist halt echt. Warum ist Lila eine Katastrophe? Lila ist kleiner als Rot. Nein, ist es, glaube ich, nämlich nicht. Das müsste man jetzt mal ausmessen. Meinst du, dass das hilft, oder was? Das wäre schon mal ein Anfang, ja. Dann stopfen die halt hier, aber. Oh, jetzt müssen wir aber echt mal gucken. Schafft er das noch hier? Nee, das schafft er nicht. Ah, dann brauchen wir hier. Ah ja, das sind ja alles Exoten, ne? Das heißt, die werden hier einsteigen. Damit sie bei Kreis umsteigen können. Steig ein. Lila versagt deswegen. Aber weswegen, Dani? 334, weswegen? Lila kann man nicht groß kleiner machen, oder? Ich sehe echt nicht, wie man Lila kleiner machen kann. Wir müssen jetzt echt ein Auge auf Rot haben, weil Rot hat jetzt gerade einen Wagen verloren. Aber ist es vielleicht ein bisschen schlauer, weg von diesem Sandwich-System und dass wir quasi im Osten eher eine Linie von Norden nach Süden machen. Weißt du, was ich meine? Wie von Norden nach Süden? Ja, aber da hast du keine Festlandanbindung für die Exoten. Ja, aber die kannst du ja... Das ist doch das Problem. Schau mal, nur ganz kurz. Wie viele Exoten du auf Lila hast? Hier, Diamant, Pizza, Kreis, Kreuz. Hier, das sind fast ausschließlich Exoten. Du brauchst dringend eine Festlandanbindung. Mhm. Und das ist jetzt hier. Ich glaube, das wird eh ein Problem werden, weil die hier alle stopfen. Obwohl, Grün schaufelt gut weg. Grün ist super, perfekt ausgelastet. Von daher, nee, du musst, ich glaube, die einzige Lösung ist, die Kreise aufteilen. Wir lassen gerade alle Waggons in dieselbe Richtung fahren. Bei Lila, das ist schon mal scheiße. Ja, und, warte. Lila strauchelt auch da oben. Das Problem ist, die Exoten, die steigen jetzt halt nicht ein, weil die ja zu den Exoten wollen. Obwohl, da wollen auch welche zu Viereck und zu Dreieck, das passt schon, oder? Ja. Es könnte sein, dass hier niemand einsteigt. Doch. Ja. So, jetzt hier Dreieck. Ja, aber ja, guck doch mal. Oder halt Blau. Guck mal, Blau hat noch Kapazitäten. Also, naja. Das wird zu lang, deswegen, ja. Naja, gut, aber dann guck mal, zum Beispiel hier. So, und dann damit, wir wollen ja langfristig Lieder entlasten. So.
Oder? Ist doch nicht so schlecht. Ist doch egal, ob die lang sind oder nicht. Was zählt, ist die Strecke, nicht die Form. Die können doch auch so lange Würste sein. Ja, aber dadurch verlieren die halt Zeit. Das ist mein Problem. Warum ist Lila so krass, Mann? Das ergibt keinen Sinn. Lila ist nicht größer und Lila hat die meisten Loks. Lila darf nicht straucheln. Das ergibt keinen Sinn. So, jetzt machen wir hier mal Entlastung, Freunde. Zack. Das finde ich vielleicht gar nicht sogar schlecht. Zack, weil gut, blau ist nicht so schlimm. Blau hat sogar nur... Hat Blau nur eine Lok eigentlich? Was geht denn bei Blau? Blau ist die längste mit den wenigsten Loks und hat keine Probleme. Es ergibt keinen Sinn. Ja, es hat wirklich was... Jetzt haben Waggon. Waggon. Sind wir uns einig, ne? Jetzt und müssen wir powern. Lila Waggon. Lila Waggon direkt. Aber da oben, nee, da wo strauchelt. Aber da ist keine... Doch, davor. Ist da eine... Ja. Ah ja, tatsächlich, perfekt. Perfektes Timing. So. Oh, guck dir doch, was ist denn hier jetzt los? Langsam, da ist kein... Warum steigen die nicht ein, Mann? Ey, das sind fucking... Ah, wir brauchen noch ein Dreieck bei... Oh Mann, wir haben kein Dreieck auf Lila, Mann. Stimmt, Jesus. Ja. Ist der kaputt, der Stuhl, oder was? Ja, da vorne... Oh, wir sind so dumm. Da, und wir hätten es einfach anbinden können. Bindet Lila an das Dreieck an, wo es immer vorbei... Oh Mann, Gott. Sind wir dumm, Mann. Warum? Und man teilt uns schon extra zu zweit hier ein. Ey, wir müssen immer ein Auge drauf halten, ob alle Symbole, ob alle Linien die Standardsymbole haben, Mann. Das ist ein fucking Anfängerfehler, Mann. Wir sind erfahrene Bahner. Aber wir wollten heute auch ohne Vorurteile reingehen. So, jetzt hier. Wie kriegen wir das noch gerettet? Wir haben hier einen Lernwagen bei Rot. So, wo müssen die hin? Dreieck. Guck mal, die steigen alle hier direkt ein. So, und das klappt jetzt auch. Hier, guck mal. Ja. Lila hat vier Wägen, ey. Und Rot hat gar nichts mehr mittlerweile. Steig ein! Okay. Läuft. Da oben läuft. Was ist denn mit Lila los, Leute? Warum ist das so krass? Das ergibt keinen Sinn. Okay, jetzt geht's. Guck dir das mal an, wie viele Leute da sind. Jetzt lädt ihr die ja alle aus, ne? Scheiße. Ja, forget it! Grün ist weg. Okay, aber jetzt können wir schön langsam wieder entlasten. Und jetzt müssen wir die umstufen zu grün. So, was machen wir hier eigentlich? Passt, ist ja noch... Boah, nee, ey. Guck mal, jetzt ist Lila komplett leer. Da ist nichts mehr. Mhm. Das ergibt doch keinen Sinn. Ja, das hat was mit. Doch, das ist halt dieses Spawn. Ja, wir sind wieder in so einem Fließding drin. Wir sind wieder nur reaktionär. Wir denken nicht voraus, Mann. Wir reagieren nur. Aber wir können aber auch nicht ahnen, wo Leute dann gespawnt werden, wo die Leute aussteigen. Ja, wenn auf einmal irgendwie Allianz eine neue Versicherung aufmacht da unten am Fluss, da sind wir nicht schnell genug hinterher. Rot, guck mal unten bei Rot. Das sieht auch alles richtig scheiße aus. Das sieht gut aus. Na ja. Guck doch ja, mal. Rot hat jetzt halt momentan wirklich gar keine Lok mehr, glaube ich. Wir müssen wieder was auf Rot stellen. Und zwar hier. Die wollen ja alle... Ey, wir haben noch eine Lok, schreibt der Chat. Cola Bär schreibt, wir haben noch eine Lok. Nee, haben wir nicht. Cola. Ey, das wäre jetzt wirklich... Da würde ich jetzt wirklich meine gesamte Bahner-Ehre in den Papierkorb treten. Okay, jetzt erstmal hier muss grün. Fahr! Nein! Was steigt? Das ist Bullshit! Call Bullshit! Willst du, ist dein Ernst? Ich mach dir den Stuhl kaputt! Ah, hier, Bullshit. Warum steigt da niemand ein in den grünen Wagen, Mann, ey? Hier sind. Guck ja, das mal an. Ich glaube, ich weiß warum. Hier ist Pizza für Pizza. Hier sind Diamanten ohne Ende. Hier ist ein Diamant. Das ist Bullshit. So, das wäre es. Ich glaube aber, weißt du warum? Weil es die falsche Richtung ist. Weil es die falsche Richtung ist. Und das ist aber auch dumm. Ey, wir brauchen jetzt wirklich alles auf grün. Alles. Sonst bringt das nichts. Drei müssen reichen, aber das ist echt super ätzend gerade. Fahr. Zweiter. Okay. Easy. War sogar ein bisschen zu viel. So, jetzt. Rot. So. Mann, dieses Spiel ist echt geil, aber man braucht einfach eine Übersicht, wie viele Loks auf welchen Linien sind, weil das ist super unübersichtlich. Ja, scheiß mal auf eure Retro-Karten, hättet ihr das mal in euer Update eingebaut.
So, wir haben gerade 3 auf grün, 1 auf, 2 auf rot, 3 auf lila. Aber hier, doch, das klappt, da steigen welche aus. Das läuft doch. Guck mal, es ist schon Donnerstag. Mhm. Aber 4 auf grün ist zu viel langfristig. So, wir müssen erstmal die. Können wir diese Umsteigesituation von grün schon verbessern? Jetzt. Wir wollen noch langfristig denken. Gerade haben wir wieder ein bisschen Ruhe. Naja, also guck mal, blau liefert ja hier und hier ab. Ja. Rot hier. Aber die kamen alle von lila, ne? Das also wie gesagt, wir hatten ja mal den, aber dann wollten wir lila entlasten. Aber bin ich wieder dabei. Können wir sowas mal ausprobieren? Ja, ja, dann steigen die hier von Uhrzeigersinn kommen auf Kreis und die gegen Uhrzeigersinn schreiben dann bei Fünfeck um. Hier schreiben ein paar Leute, oder einer, The Western Slayer schreibt, Kürzrot, die muss nicht mit Orange verbunden sein. Kürzrot, die muss nicht mit Orange verbunden sein. Damit meint er wahrscheinlich diesen Kreis hier. Ja, finde ich gut. Jetzt haben wir hier halt leider eine Überschneidung. Ne? Dadurch werden 3 Linien langsamer. Blau wird langsamer, Orange wird langsamer und Rot wird langsamer. Das hat er nicht bedacht. Aber die haben wir hier auch eigentlich. Ne? Wie können wir das denn clever lösen? So vielleicht? Ja. Aber da haben wir 3 Vierecke in Folge. Das ist auch Quatsch. Ist Quatsch, aber wenn uns das hilft. Ja gut, dann müsste man jetzt halt das ausrechnen, was jetzt sinnvoller ist. Aber gut, da leidet zumindest nur Rot drunter und nicht Orange und Blau. Finde ich schon mal okay. Obwohl, nee, lass uns doch den lösen. Hallo. Hier, lass uns das doch lösen. Ja. Brauche ich doch nicht. Was ist mit Blau das Viereck nehmen? Das hier? Nee, das da ganz links. Ja klar, als Umstieg für Grün. Brauchst du. Wir haben ja schon brauchst das Dreieck, du. Ne? Ja, aber du brauchst Uhrzeigersinn und Gegenuhrzeigersinn. Ja. Ich glaube, das ist clever, dass du immer 2 Umstiege hast, damit die von den anderen Richtungen immer aussteigen. Ich glaube, das ist echt clever. So, das geht nicht anders. Ey, wir haben schon 1200 und es sieht nicht so doof aus und gleich kommt Zeug. Die Frage ist, welches Zeug holen wir uns jetzt? Boah, jetzt kommt bestimmt ein Hauptbahnhof. Aber wir nehmen keinen Hauptbahnhof. Weil Hauptbahnhof sind für Feiglinge. Hauptbahnhof sind für schlechte Bahner, die nicht organisieren können. So, und grün ist ein Wagen leer. Das wird sofort bestraft. Leere Wagen sind ein Zeichen für Unterlastung. Ich bin immer noch dafür, dass wir im Osten eine eigene Linie bauen. Nee. Du brauchst eine Festlandanbindung. Der Typ, ey. Du brauchst eine Festlandanbindung. Sorry, aber das ist halt so. Du brauchst Anbindungen. Alle müssen zu grün. Alle Linien müssen zu grün. Weil angenommen, du hast hier eine Linie, die halt hier so rumdümpelt, die hat keine Anbindung zu grün und dann staunen sich die Exoten. Und das ist Quatsch. So, jetzt. So vielleicht. Ja, haben wir. Boah, nee. Aber ganz kurz, jetzt kommt bestimmt der Hauptbahnhof und ich will kein Wort hören zum Thema Hauptbahnhof. Ich will es nicht hören. Jetzt strauchelt aber gleich schon wieder Violett da oben, ey. Was ist denn das? Kannst auch in die andere. Nee, aber dann steigen die nicht ein. Ah, doch. Doch. Ah, das sind ja keine Exoten. Oh Mann, ich gehe mal davon aus, dass Lieder nur Exoten sind. Mann, warum ist mein Stuhl kaputt? Also, Lok. Okay. Was machen wir jetzt? Waggon oder Tunnel? Naja, das ist halt die Frage. Schon Waggon. Komm, ey. Was war das? Dein Handy. Achso, sorry. Nee, wir sind zu gierig. Wir müssen Waggon nehmen. Ja, das Ding ist, wenn wir Tunnel nehmen, dann könnten wir langfristig noch eine Ostlinie machen, ne? Komm mir nicht mit deiner scheiß Ostlinie. Ostlinie, du brauchst eine Festlandanbindung, Mann. Ja. Wirklich jetzt mal, warum akzeptierst du dieses Argument nicht? Ich akzeptiere das Argument. Aber ich akzeptiere das Argument nicht, dass wir nur wegen der Festlandanbindung unsere Kreise so riesig machen. Ich glaube, das wird uns langfristig, wird uns das aufs Trittbrett fallen. Nein, große Kreise haben den Vorteil, dass du damit garantierst, dass jede Linie eine Grünanbindung hat. Und du brauchst eine Grünanbindung, weil du sonst die Exoten nicht los wirst. Und wir haben gesagt, als eiserne Regel, die wir auch dann nicht brechen, wenn wir sagen, wir haben keine Regel, ist nie mehr als ein Umstieg. Das stimmt, und was du hast mit einer Ostlinie ist 2 Umstiege und das ist völliger Schwachsinn. So, und wir nehmen Waggon, weil wir waren gierig und wir haben, wir brauchen Waggon. So. Okay. Und den kriegt jetzt auch Lila, weil Lila hier.
Und wer kriegt die Lok? Wer ist denn gerade noch? Guck mal, wir müssen uns auch mal gucken. Was ist mit Orange? Orange hat hier einen leeren Wagen. Ich versuche immer, die Befüllung der Wagen als Indikator zu nehmen, ob die end- oder überlastet sind. Und naja, momentan sind die eigentlich alle recht gleichmäßig. Ich meine, niemals Loks nicht verwenden, aber ich wüsste jetzt echt nicht, worauf die geht. Mal auf Blau, weil wir haben Blau ein Stück größer gemacht. Blau hat 4. Ah, aber guck mal, vielleicht Grün. Grün hat 2, oder? Nee, Grün hat 3. Oder? Bin ich bescheuert? 2. Braucht Grün mehr? Man denkt immer, Grün braucht mehr, aber Grün braucht nicht mehr. Weil Grün ist klein. Grün ist die perfekte Linie. Ey, Grün gefällt mir richtig gut. Kannst du mal in-game machen? Nee, kann ich hier nicht. Wir sind Pip. Pip. Ach so, ach, haben wir Regie. Wir haben eine Regie. Ach, sorry, ich wusste gar nicht, dass wir eine Regie haben. Okay. Okay. Was ist da das Problem jetzt? Exoten, ne? Ja. Also, nehmen wir das hier. Das sind, was sind das denn für Dinger? Kreuz und Fünfeck. Oder Traum? Nee, also nach links oder nach rechts jetzt hier? Bin ich bescheuert? Links oder rechts? Nach links. Links, ne? Ja. So. Hier Dreieck. Aber das reicht nicht, glaube ich. Fahr. Nein. Okay. Wir brauchen mehr. Du kommst hier runter, bitte. Ja. Und den. Nee, eigentlich ist das doof. Aber warum kann man sowas nicht rückgängig machen? Das ist echt doof. Ich hätte lieber den genommen hier. Ja, was mit Blau? Boah, da kommt gerade mega viel zusammen. Oh, what? Das kann niemand vorher sehen. Grün. Oh, das ist so unübersichtlich gerade. Das könnte jetzt gleich alles kaputt gehen. Zieh. Fahr. Da kommen immer mehr. Fahr doch. Ja, nimmt er. Oder? Oh, okay. What? Okay. Jetzt habe ich viel von Blau genommen, glaube ich. Aber ne? Jetzt guck mal, Dreieck strauchelt. Dreieck sind Exoten, weil wir alle jetzt nur nach links gemacht haben. Das rächt sich jetzt. Eigentlich könnte man mit Micro... Haben wir den Waggon schon benutzt? Ja, den haben wir auf Violett gemacht, ne? Ja. Was ist, wenn wir jetzt Grün mal eingeben? Oder ist Violett so stark? Der das da mal wegschaufelt? Ja, finde ich gut. Ich hoffe, die steigen jetzt halt ein, ne? Weil da sind auch viele Kreuze dabei. Na doch, die müssten einsteigen. Ah, guck mal, der Orange braucht doch den Waggon nicht. Doch. Nö, guck mal, der ist doch leer. Wir haben nur einen Wagen. Der ist leer. Aber der ist jetzt gleich voll, Florentin. Aber hier ist viel mehr Stress. Stell dir vor, du bist im U-Bahnhof, alles ist voll und dann rollen die aber einen Wagen wieder weg. Und du musst dich dann in einen Wagen drängen. Wie scheiße wäre das denn? Sorry, ich habe gerade hier nicht gesehen, dass der schon einen Waggon hat. Ich habe es nicht gecheckt. Aber ich glaube, Orange braucht den Waggon. Orange ist gerade nicht unser Problem. Orange ist gerade nicht unser Problem. Guck mal, wie locker der das wegsnackt hier. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht hast du recht. Gut, Orange kriegt den von mir aus. Hier kriegt das der Rote gebacken? Nee, ne? Soll Rot den Waggon kriegen. Ja, aber woher bringt der das denn? Also der bringt dann vielleicht die zwei Vierecke weg. Ich glaube, der braucht jetzt den Waggon, damit er genug Platz hat für die alle hier. Steig ein, bitte. Oh, hier, schreib. Steig bitte ein! Oh, Leute, mehr! Und jetzt oben, Violett! Stopp! Okay, passt. Safe. Violett, so. Den Blau nehmen wir da. Aber in welche Richtung sind? Das sind keine Exoten, ne? Das ist... Viereck, Dreieck, ein, zwei Exoten sind dabei. Aber das muss nach links fahren, weil Dreieck ist links und Exoten sind auch links. Was machen wir mit dem Viereck denn eigentlich? Ja, geben wir auch Violett. Und dafür vielleicht das auf Blau? Ja, macht Blau nur größer, also... Ja, aber es ist ja ein Ausgleich. Wir können ja nicht Violett ohne Ersatz größer machen, oder? Ja. Ich meine, Violett ist eine Problembahn. Da müssen wir uns auch nicht um heißen Brei reden. Da müssen wir jetzt auch nicht groß diskutieren so, hier. Achtung! Steig ein! Fahr bitte! Nein! Warum fährt der denn nicht, Mann? Okay, zur Sicherheit noch einen anderen dazu. Ich verliere jetzt nicht St. Petersburg wegen so einem Scheiß. Fahr. Fahr, bitte! Bitte, hallo! Tu
los! Ja. Leute. Aber die fahren jetzt auch alle wieder Uhrzeigersinn, ne? Da müssen wir jetzt mal, genau, weißt du was, das ist immer ein Fehler von uns gewesen, dass wir immer so reagiert haben und dann aber im Nachhinein, als die Gefahr dann vorbei war, uns das dann scheißegal und die einfach haben weiterfahren lassen und nicht mal darauf geachtet haben, dass es auch verschiedene Richtungen sein können. Oh, der ist gar nicht angebunden, Leute. Ja, der Kreis, stimmt, hat immer schon jemand geschrieben. So, hier ist Stress, aber der nimmt ihn gut mit. Läuft, Freunde. Läuft. Oh. Da hatten das, wir was ist denn Violett, ey? Das spawnt da. Einfach zu viel. Und jetzt guck dir den Kreis an. Rot. Einfach. Wir müssen ihn in Rot machen, da unten rechts. Warte mal. Wir müssen Violett was machen. Sind das eher Exoten? Was sind das denn für Symbole? Kreuz, das sind Exoten, aber die sind auch. Ja. Oh, das ist super schwierig. Oh, Violett hat schon 4, oder was? Mm. Oh, Violett ist voll. Also das ist für mich jetzt auch mal wirklich neben allem Mathematik ein Nachteil von Kreisbahnen, dass du immer die Richtungen ausgleichen musst. Und dass du, also bei geraden Wagen ist es ja okay, aber zum Beispiel, wenn du 3 hast, dann hast du immer 2 links, ja, einer rechts. Und bei Linien hast du halt immer diesen Pendel so. Und dann musst du dich nicht darum kümmern, in welche Richtung es ist. Weil du eigentlich müsstest du immer genau beobachten, ja, welche Leute spawnen, in welcher Richtung werden die abgegriffen. Und das kriegst du nicht gebacken. Und wohin so die fahren wollen so. Okay. Woche 10. Erstmal an der Stelle, wir sind in Woche 10. Ja. Geil. So. Es ist Sonntag. Kein Hauptbahnhof. Wir nehmen Waggon, ne? So, Lila, wer kriegt Waggon? Hier hat einer nachgezählt. Felicia 016 schreibt, Lila hat 7 Kreise in Folge. 7 Kreise in Folge. Wow, da hat 1, sie recht. 2, 3, 4, 5, 6, 7, tatsächlich. Warum sehen wir sowas nicht, Mann? Warum brauchen wir Felicitas für sowas? Okay, Idee. Okay, Idee zurück. Wie Rot kann nicht entlasten, ne? Was ist, wenn wir Violett entlasten, indem wir Grün ausbauen? Nein, nicht Grün ausbauen. Nicht? Nee. Grün ist perfekt. Grün muss die Exoten wegschaufeln. Das ist die einzige Aufgabe von Grün. Und wenn wir da unsere Prinzipien verraten, ich würde mal so machen, dass wir hier Blau noch ein bisschen nutzen. Alter, guck mal, wie riesig Blau ist, ey. Ist doch kein Problem. Blau ist super entspannt. Und so, nee, so viel größer wird die nicht. Guck mal, jetzt haben die 2 Kreise und wir haben jetzt nur noch 1, 2, 3, 4, 5, immer noch 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber andere 6. Aber du kannst die... richtig. So. Ja, du hast schon recht, Blau wird Stress geben, ey. Aber dann kann vielleicht Rot-Blau ein bisschen entlasten, oder? Ergibt das Sinn? Finde ich gut. Das Ich finde, wir sollten Rot und Blau immer als Team denken. Es gibt nicht Rot und es gibt nicht Blau. Es gibt nur Rot-Blau. Weil das ist ein Team, die arbeiten zusammen. Vielleicht sogar hier was. Hier kommt gerade ein interessanter Vorschlag. Stern zu Lila tun. Von Killer. Stern zu Lila. Hilft das? Nein, das geht auch gar nicht. Geht auch gar nicht. Zum Glück müssen wir nicht über diesen Vorschlag nachdenken, weil es einfach nicht geht. So. Ja, Blau, ich sehe schon deinen strafenden Blick. Ja, vielleicht ja. Kriegt Blau auch mal so einen Wagen, oder? Komm. Ja. So ein Waggon. Wie viel hat denn Blau gerade eigentlich? Ich glaube, Blau hat echt nur den einen. Nur einen zu. Das ist doch super. Können wir nicht von Lila jetzt mal einen wegnehmen? Jetzt mal ehrlich, das kann doch nicht wahr sein. Wir müssen auch einfach den Leuten sagen, sie können nicht immer bei der einen Haltestelle einsteigen. Es gibt so viele Haltestellen, wo sie einsteigen können. Rot hat auch gerade, guck mal, schau mal, Rot, hier ist 0 und hier sind 2 drin. Rot ist super unterfordert. Warum? Vielleicht kann Rot noch den nehmen hier. Dann können wir das noch entlasten. Und jetzt haben wir hier bei Orange, aber das sollte klappen. Ja. Blau. Doch, da kommt der hier, oder? Guck mal, das sind alles Kreise. Jetzt der unten der Kreis.
Oh, da steigt niemand ein. Doch, das sind ganz viele Dreiecke drin, das passt schon. Ja, Kreis. Würde ich aber eher rot geben, ja, ne? Auf jeden Fall rot. Vielleicht dann auch das. Na, aber da haben wir eine Kreuzung. Aber das ist jetzt echt so ein. Nee, eigentlich ist das ist besser. Ja. Ja, das stimmt schon. Haben wir die neue Lok platziert? Ja, ne? Haben wir, oder? Oh! Oh! Komm. Hast du gerade einen Hinweis aus dem Chat als deinen eigenen aus? Nein! Komm, Leute, ich muss auch fucking Age trainieren, ey. Der John Doe hat wir sind gut dran, Mann. Ey, wir schaffen noch eine Woche. Wir schaffen Woche 11. Wir schaffen Woche 11. So, Orange, glaube ich, ist schon langsam nicht mehr ausreichend besetzt. Aber wo von wo abziehen? Von Blau. Blau ist hier fast leer. Hast du gerade einen Hinweis aus dem Chat als deinen eigenen ausgegeben? Das gibt's doch wohl nicht! Das hat auf Rocket Beats TV noch nie jemand gemacht! So, Blau. Ja, Blau. So, ich erwarte also in der Woche so eine Mail von irgendeinem aus der Community. So, du hast damals gesagt, die eine Lok auf Kreis versetzen. Das habe ich aber auch in den Chat geschrieben. Nee. Nee, warte. Nee. Ich will nur einen, nicht zwei öffnen. Jetzt habe ich jetzt super merkwürdig hin und her gegeben. Ey, aber es läuft, oder? Es läuft doch. Gerade läuft. Wir haben jetzt gleich die 2000, ne? Wir haben jetzt die 2000. Yes! Yes! 2000 in St. Petersburg. Okay, gleich kommt wieder Zeug. Ach, der stört mich gar nicht. Weil wir haben ja nur hier zwei Kreise in der Nähe. Wer ausgerechnet jetzt an dem Tag, wo du Zeitdruck hast, ist mal ein bisschen läuft, ne? Hier ist. Ah, Blau ist halt echt. Blau ist halt groß. Wie wär's mal mit einer neuen Linie eigentlich, ja, oder? Was hältst du mal da? Nee, wir haben alle schon. Wir haben alle gibt nur fünf Linien in St. Petersburg. Ah, okay. Okay, aber das ist Quatsch hier erstmal. Jetzt mal nur provisorisch. Kommt der hier rüber? Jungs? Ja. Ja. Ja, ist die Frage, es läuft gerade gut. Was kommt denn als nächstes und wann? Wir wollen das Spiel zu Ende spielen eigentlich. Ja, oder wir pausieren hier und machen nächste Woche weiter. Oh, das ist die Gefahr halt, dass es dann. Ich habe echt Angst, dass es irgendwie jetzt dass es nicht gespeichert wird. Mach ruhig weiter. Okay. Ja. Nee, ja. Halbe Stunde. Höchstens halbe Stunde, 20 Minuten. Sowas. So, also Waggon oder Tunnel? Waggon, oder? Wir brauchen keinen Tunnel mehr. Nee. Warum? Ja, stehen unsere Linien oder was? Und jetzt geht es nur noch darum, das rumzufrickeln. So, was hat gerade was verloren? Orange hat gerade was verloren. Jetzt aber so also ganz objektiv natürlich eigentlich auch Blau müssten wir noch ein bisschen verstärken. Ja, ne? Ja. Blau ist riesig. So. Aber weißt du, was wir gut gemanagt haben? Mal ganz kurz Stopp. Mal auch sich mal kurz eine Auszeit gönnen. Auch mal kurz sagen, was gut gelaufen ist. Nee, es gibt so viel Schrecken. Aber Lila, weißt du noch, wie Lila, ja, Lila uns angestrengt hat? Richtig gebrannt. Lichterloh. Ich habe noch das Spiel schon verloren gesehen, als Lila gebrannt hat. Aber nee. Alles klar. Ja, so. Alles klar. Ey, wir sind über 2000. Wir sind in Woche 12 und es wird richtig spannend, denn jetzt wird es richtig hart, glaube ich. Aber wir sind gleich wieder da mit St. Petersburg in Minimetro. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu diesem fantastischen Let's Play. Florentin und Fabian spielen immer noch Minimetro. Es läuft ganz okay. Das ist ganz gut. Wir überlegen gerade, wie wir Blau ein bisschen kürzer machen können. Weil Blau wächst schon langsam gigantisch an. Und wir haben überlegt, dass wir hier im Westen diese kleine Bucht auflösen. Wenn wir ganz kurz ins Spiel reinschauen können, dann könnt ihr das auch sehen. Weil Blau ja hier ganz im Osten noch so ein
Viereck hat. Können wir kurz ins Spiel gehen? Blau noch ein Viereck hat. Ins Spiel gehen? Genau. Blau hat ja hier im Osten dieses Viereck. Hey! Dieses Viereck. Und wir dachten uns, wir lösen einfach hier alles auf, weil das ja alle Symbole sind, die Blau schon hat. Aber, bevor ihr jetzt anfangt, euch zu beschweren, wir bleiben natürlich bei der alten Strategie. Immer zwei Anschlüsse an Grün. Und jetzt haben wir hier so ein bisschen so eine Stammstrecke. Ist das, ist das ein Land? Blau, Rot, Grün? Ghana. Stimmt sowas Arabisches, oder? Die haben ja, oder Grün sowas, ja. Das Viereck noch ist die Frage jetzt. Oder kommt das auch weg? Jetzt haben wir natürlich Kreuzungen. Ja, stimmt. Oh, du hast alles. Rot abgebunden. So. Jetzt beobachten wir einfach mal, wie sich das entwickelt bei Blau. Oh, jetzt haben wir hier natürlich was. So, und jetzt schauen wir mal, was geschieht. Jetzt hier da, bei Grün ist eine Menge. Jetzt der Kreis. Na, da kommt was, da kommt was. So, jetzt so abbinden und hier dazu. Was sagst du dazu? Mhm. Sind jetzt vier Kreise in Folge. Nicht ideal, aber gut. Aber Blau hat gerade hier so viel gewonnen in der Mitte. Ich glaube, das gleicht sich. Guck mal, da kommt was. Hier, so, Rot. Haben wir noch Wegen? Nee, ne? Haben nichts mehr. Nee. So, passt. Hier unten löst sich auch auf. Jetzt hier Stammstrecke. Was ist mit Rot da? Wo? Rechts. Hier? Ja. Ja, Rot. Guck mal, der portet sich einfach hier hoch. Das ist ja kein Problem. Achte mal kurz auf die Richtung. Jetzt ja, Richtung jetzt, sollte bleiben. Jetzt haben wir natürlich die zwei in dieselbe Richtung, ne? Wo? Der da. Und aber auf welcher Linie? Rot? Auf Rot, ja. Ja, richtig. Aber den können wir auch. Guck mal, da können wir ja ganz sneaky sein, wenn der jetzt weiterfährt. Fahr! Fahr, der bleibt stecken! Der fährt nicht! Guck mal, der fährt nicht! Oder Leute, siehst du das auch? Ja. Der fährt nicht! Warum fährt er nicht? Leute! Der fährt nicht! Vor allem haben wir gleich ganz andere Probleme. So, und jetzt können wir den nämlich direkt wieder umdrehen. Ja. So, jetzt aber langsam. Also. Jetzt schreibt ihr. Dreieck. So, was hältst du jetzt davon? Und Rot dazu? Mhm. Ja. Ja, hier ist jetzt Witz jetzt super unübersichtlich, ne? An der Stammstrecke. Aber das läuft doch, oder? Sehe ich das richtig? Ich sehe es leider auch nicht richtig. Nee, da ist gar keiner gerade da oben. Doch, da kommt Grün, Lila und Blau kommt auch noch. Ja, man kann da halt ist halt überhaupt viel los. Man kann ja, halt mein Gott, da ist halt was los, aber da gibt's Zeitschriften und Snacks. Oh. Blau snackt die alle weg. Nee, Blau macht gar nichts. Langsam. Das sind alles Exoten oder was? Aber sind das Linksexoten oder Rechtsexoten? Das sind Linksexoten, glaube ich, oder? Das ist Fünfeck ist da oft dabei. Ich und Raute ist da auch dabei. Das sind Linksexoten. Und Diamant aber auch. Diamant ist ein Rechtsexot. Ja. Machen wir am besten mal beide. Linksexot und den porten wir. Ne, das bringt überhaupt nichts, den zu bewegen. Lass mal so laufen. Vielleicht brauchen wir noch den. Vielleicht brauchen wir noch einen Rechtsexot. Das sind richtig viele, du, das reicht nicht. Wir brauchen noch einen Rechtsexot. Okay. Dann lass mal so laufen. Ja. Warum? Ist da noch ein Wagen? Da steigen noch Leute an, oder? Ja, sehe ich ja, das da nicht? Ist noch ein Wagen. Lass mal noch mal ganz kurz. Aber jetzt bin ich nervös. Jetzt weiß ich nicht. Vielleicht sollte man doch auch einen Orangen hinzuziehen. Zur Sicherheit. Noch ein Wagen, oder was? Oder gibt ihr da noch geht den nichts. Lila kommt jetzt. Lila holt. Nee, was ist denn das? Was sind das denn für Symbole, Mann? Ey, schwarz auf lila. Komm, wir machen zur Sicherheit. Wir geben den dem hier. Ja. Und nehmen den Orangen. Der ist der Einzige, den wir entbehren können. Aber sind es links. Nein. Grün ist voll. Aber was sind das für Symbole? Das sind aber alles da ist doch noch ein Wagen. Da ist doch noch. Das sind alles Fünfecke. Ja. Ja. Das sind alles Fünfecke. Wo ist denn fünf. Das ist aber auch. Was hat die Regie da gemacht? Das ist auch lila. Guck mal, lila ist auch Fünfeck. Das sollte funktionieren mit dem. Das sollte funktionieren. Aber ich glaube, der steht, aber steht der Wagen da nicht noch im Bahnhof? Könnten wir nicht einfach einen Waggon dranhängen? Der grüne Wagen steht da nicht noch da oben im Bahnhof?
Hast du irgendwas gedrückt gerade? Nee, ich habe gar nichts gedrückt. Okay. Das ist mega spannend hier. So, wir machen jetzt weiter. Der kommt, weil der fährt ja zu. Das ist. Hat auch lila. So, und deswegen müsst ihr jetzt los. Fahr! Tu es! Fahr doch! Was? Okay! Mann, das war fucking knapp, ey, aber es hat funktioniert. Okay, jetzt strauchelt natürlich alles andere. Blau strauchelt. Guck mal, hier kommt was. Können wir schon den grünen Wagen, können wir den da oben links schon abziehen wieder? Den Wagen können wir abziehen. Und den da? Wo? Beim hier? Stern, ja. Das ist kein Wagen. Oder? Das ist kein Wagen. Reicht das denn nicht? Also, nein, ich meinte die Lok. Können wir die nicht nehmen? Ach so. Weil, blau? Ja. Was sind das denn? Ah ja. Reicht haben das denn jetzt? Ja, haben wir das müsste ganz reichen, ne? Das müsste reichen. Haben wir die entgegengesetzten Richtungen und so beachtet? Hä? Okay. Waggon. So, also jetzt rot macht Stress, da kommt direkt der neue Wagen hin. Und wahrscheinlich auch kommen direkt gleich Wagen, oder? Mhm. Obwohl orange jetzt, da haben wir auch irgendwas eben weggenommen, ne? Ja. Guck mal, es sieht super voll aus bei orange. Ja, du hast recht. Aber so, dann kriegt lieber der den roten Waggon und hier... Entgegengesetzt? Ja. Ja, entgegengesetzt. Hä? Was ist hier passiert? Was denn? Ja, rot wird nix. Der muss hier nochmal zurück. Okay. Ist der schnell genug? Weil der muss ja erst bis Kreis fahren und teleportiert dann hier rüber. Oder? Ja, das mit dem Wann, der rüber teleportiert, habe ich noch nie verstanden. Der muss noch seine Linie zu Ende fahren bis zur nächsten Haltestelle und kann dann erst teleportieren. Ah, okay. Gut. Rot ist leer. Oh Mann, der ist völlig leer, Mann. Aber orange, ja, der braucht eine Weile, aber hier spawnen nicht so viele. Bei orange spawnen nicht so viele. Oh, das wird wieder eine Katastrophe geben hier bei Kreis. Ja, aber guck mal, warum es... Holy crap, kommt jetzt viel zusammen. Jetzt kommt da aber der Grüne. Handeln, dann. Wir müssen handeln, aber ich weiß nicht genau was. Guck mal, da der Grüne wird jetzt leer und der nimmt wieder passt. Auf. Oh, komm, um zwei nicht. Okay, langsam. So, der ist ja einigermaßen leer. Der kriegt den, damit der hier oben noch was wegschaufeln kann. Hier ist blau, ist fast leer. Ah, guck mal, der ist auch, der geht auch. Aber das sind auch alles wieder links. Was ist, ist Kreuz ein Linksexot oder ein Rechtsexot? Ein Rechtsexot eher, ne? Eher ein Rechtsexot, ja. Ja. Ja, das. Aber es ist auch das Einzige, was wir wieder erkennen können. Ja, aber das sind auch noch ein Kreuz. Vielleicht reicht das schon. Aber wie viel sind in einer Reihe immer eigentlich? Weiß man das? Sind das 10 oder was? Oder 6? Das ist immer einer versetzt so. Ja, das ist super schwierig. Schreib da eine Zahl hin, Mann. So, und jetzt nimm ihn! Nimm ihn! Stopp! Und Timeout! Lila macht seine Arbeit nicht richtig. Und guck mal, wir haben bei Blau, guck mal, Blau ist gerade mega unterbelastet. Ja, da können wir noch einen Waggon oder so abziehen. Nee, sogar so eine ganzen Wemsel hier, aber wo? Einfach mal auf Grün? Kreuz ist ein Rechts. Einfach mal den Wemsel auf Wim machen. Grün ist voll. Okay. Ja, dann Grün braucht noch eine Lok. Ein Waggon. Lila? Okay, ich verstehe, was du meinst. Waggon ist auf Grün. Jetzt kann ich den nicht benutzen, weil ich ein Depp bin. Weil wenn man die einmal umgesetzt hat, kann man die nicht nochmal umsetzen. Aber keine Angst, ich habe noch einen Wagen hier. Aber die fahren alle nicht in die richtige Richtung. Ah, doch, der kommt. Nein, der fährt auch in die falsche Richtung. Naja, das ist gut. Das Problem mit fucking Kreisbahn. Das sage ich dir schon. Ja, den kriegen wir jetzt nicht hin. Der kann noch teleportieren. Aber hilft das denn was? Warum geht das denn nicht? Ach, wenn schon 4 sind, dann kann man die auch nicht mehr teleportieren, oder was? Leute, die jetzt in den Chat schreiben, das war's. Ihr könnt gleich gehen. Das ist jetzt kritisch. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll, ehrlich gesagt. Weil ich check's auch gerade nicht, was hier passiert. Kann der nicht einfach die Richtung ändern? Ja, das geht. So.
Das ist vielleicht. Das muss gehen. So, und jetzt müssen wir ein Auge haben auf Blau rechts oben, dass wenn die wieder teleportierbar sind, dass wir die teleportieren und zwar jetzt. Und zwar jetzt. Aber wohin? Auch auf Blau, oder? Ist es nicht? Nein, versuch doch bei. Kannst du nicht bei Grün eine. Nee, Grün ist voll. Ja, einfach. Aber wenn wir eine andere Lok bei Grün wegnehmen. Ja, weißt du, was aber ich die fahren alle falsch. Ja, genau. Wir nehmen eine, die falsch fährt, weg und setzen dafür eine andere drauf. Was hältst du denn davon? Also du meinst, dass wir zum Beispiel die hier nehmen. Jetzt wegnehmen, auf Blau setzen? Nee, auf Grün setzen, weil das sind ja Exoten. Der nimmt die ja nicht mit, wenn wir die auf Blau nehmen, weil auf Blau sind keine Exoten. Ja, der muss schon hier sein. Und jetzt nehmen wir den Wagen von Blau und hängen ihn hier dran. Aber haben wir dann. Ja. Und das muss jetzt einfach reichen. Wenn das nicht reicht, war es das. Leute, ich drück drauf. 3, 2, 1. Steig ein! Bitte! Ja! Nein! Nein! Das war knapp! Das waren 3, 4 fucking Leute, Mann! Oh, Mann! Wir haben 2600. Scheiße, aber das war echt nicht schlecht. Ja. Das Menü, war echt immer nicht Menü. Schlecht. 2600, ey. Da bin ich jetzt aber auch mal kurz gespannt, wo wir hier in der Statistik sind. Guck dir mal, 2600, Freunde. Da sind wir obere 5%, Mann. Das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Ey, wir haben viel gelernt. Wir haben viele harte Entscheidungen getroffen. Aber ich glaube, wir haben auch viele richtige Entscheidungen getroffen. Vielen Dank an Chat für die geile Unterstützung. Und man hat mal wieder gelernt, wenn man ohne Vorurteile durchs Leben geht, dann fährt man manchmal besser. Ja, freien Kopf. Macht den Kopf frei, Leute. Genau. Macht den Kopf frei. Es ist Wochenende. Macht den Kopf frei. Ihr kriegt jetzt noch geile Unterhaltung, bis es um 17 Uhr live weitergeht mit Rage of Empires. Und ab dann natürlich für Flicks, Game 2, Animal Squad. Geiler Abend. Auf jeden Fall, bis dahin viel Spaß. Ich will das noch trainieren, denn Donny muss sterben heute. Und auch Marco werden wir heute wieder besiegen. Und vielen Dank an Fabi Krani. Bis nächste Woche. Alles klar. Kurze Wiederholung. Vielleicht bleibt dran. Bleibt dran. Es kann gut sein, dass es weitergeht. Aber ab 17 Uhr sind wir auf jeden Fall eh wieder live. Von daher bleibt auf jeden Fall dran, so oder so. Bis nächste Woche werden wir wahrscheinlich wieder weiterspielen im Mini-Metro. Dann geht's mal in die nächsten Maps. Ich bin gespannt. Vielleicht haben wir endlich mal Montreal. Diese komischen Metro-Retro. Scroll noch mal ganz nach rechts. Vielleicht gibt's die das schon. Montreal wäre auf jeden Fall das nächste. Sao Paulo, Seoul, Washington. Nee, ist noch nicht da. Das sind noch die alten. Aber wir haben auf jeden Fall noch einiges vor. Ja. Und das kriegen wir alles hin. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss. Okay.